Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Bolk Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Um die Batterieabdeckung abzunehmen, musst du in die Vertiefung greifen und vorsichtig nach oben ziehen. Mach dasselbe mit dem zweiten Teil der Abdeckung. Das Steuergerät wird dich daran hindern, die Batterie zu entfernen. Du musst es also entfernen. Dafür musst du es mit beiden Händen gut festhalten und nach oben ziehen. Dreh es zur Seite, sobald es frei liegt, damit es dich nicht bei den weiteren Vorgängen stört. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm dir einen Steckschlüssel und einen 8mm Einsatz. Entferne damit folglich als erste die negative Klemme von der Batterie. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Ziehe den Sperrriegel der positiven Batterieklemme nach oben, um diese zu trennen. Drücke auf die Kunststoffhaltelasche und ziehe gleichzeitig den Akku nach oben, um ihn zu lösen. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Nimm die neue Batterie. Du findest die im Video verwendete Bolt Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch damit sie weniger oxidieren. Drücke auf die Lasche und setze gleichzeitig den neuen Akku ein, sodass er fest an der Halterung anliegt. Bringe die positive Klemme wieder an und kippe die Verriegelung nach unten. Nimm dann eine Ratsche und einen 8mm Einsatz, um die negative Klemme wieder anzubringen. Prüfe, dass beide Klemmen wirklich so tief wie möglich angebracht sind. Setz das Rechnermodul wieder ein, indem du es in die entsprechenden Schienen schiebst. Setz zuerst den hinteren Teil der Batterieabdeckung wieder auf und lasse die kleinen Halterungen am Batterieboden gut einrasten. Mache dasselbe mit dem vorderen Teil der Abdeckung. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!